Hallöchen auch, meine lieben Freunde, und willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Frenbo, einem Point-and-Click-Adventure und einem sehr, sehr horrorlastiges Click-Adventure, gemacht von den Entwicklern Kill Monday Games. Natürlich ist Kill Monday Games natürlich auch verlinkt, also die Homepage von den Entwicklern ist verlinkt. Ich spreche auch hier schon eine Kaufempfehlung aus. Ich bin jetzt schon begeistert von dem Spiel. Was nicht mal so typisches 3D und so weiter und hast du nicht gesehen, Action-Ego-Shooter-Geballer ist. Sondern einfach mal ein Point-and-Click-Adventure der speziellen Art. Und wir gehen mal zu unserem Tisch, weil ich glaube, da passt der Schlüssel, den wir da gefunden haben. Da ist auch was drin. Okay, eine Haarnadel und ein Foto. Untersuchen. Das sind wahrscheinlich unsere Eltern und das ist die Tante Grace. Und da ist unser Kater Midnight. Oh, meine liebe Familie, ich werde mein Leben beschützen. Was? Ich werde so mein Leben beschützen. Ich vermisse euch so sehr. Ich brauche euch wirklich hier bei mir. Ich werde mein Kätzchen finden und zu dir gehen, Tante Grace. Ich weiß, dass Tante Grace gut für mich und Mr. Midnight sorgen wird. Ich wünsche, meine Eltern wären am Leben. Oh, meine liebe Familie, ich werde es mit meinem Leben beschützen. Ja, okay, das wissen wir jetzt schon. Und jetzt, glaube ich, können wir sogar die Tür knacken. Okay, dann nutzen wir mal... Benutzen. Oder kann ich kombinieren das? Kombinieren mit das hier. Benutzen. Und wir sind offen. Okay, da ist... Ja, schauen wir uns das mal ein bisschen um hier. Ah, da ist wieder eine, die zeichnet wohl ganz gern. Hallo. Du siehst sie, oder? Etwa nicht. Was? Was sehe ich? Die Geschöpfe, die jedem folgen. Die Schatten? Meinst du die Schatten? Hm? Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, dass sie sind da. Du weißt, was sie sind? Ja, ich glaube schon. Sag es mir bitte. Meinst du gerne? Ich liebe es zu meinen. Ich liebe es auch. Aber erzähl mir mehr über die Schatten. Stift, ein Stift. Ich will ein Stift finden. Ich male die ganze Zeit. Was malst du denn da? Irgendetwas. Was ist los? Meine Träume. Geh jetzt. Das sind meine Stifte, meine. Kann ich ihn haben? Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Kann ich ihn haben? Nein, kann ich nichts mehr grün malen. Das ist lächerlich. Du hast doch zwei. Aber du hast so viele. Ja, viele Farben. Aber weißt du, sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer? Die Schwestern, sie fesseln mich und wenn ich malen will, kann ich es nicht. Das ist aber gemein. Mich manchmal auch. Ja, mich fesseln sie auch manchmal, das tut weh. Wenn ich nicht malen kann, verletze ich mich. Das fließt die rote Farbe Milch, schau. Oh, 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 oh. Bitte heile mich, ja, und stoppe die rote Milch. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, ich weiß schon was. Benutzen. Oh, danke, du kannst den Stift haben. Jetzt gehe ich. Ich muss malen. Crayon, also grün. Mal kurz ein bisschen lesen. Name Adladia Funchets, Alter 7, Geschlecht weiblich.
Die Patientin war ein Opfer eines sexuellen Übergriffs einer unbekannten Person, bei dem sie beinahe starb. Dieses Erlebnis verursachte auditive Halluzinationen und eine Denkstörung. Behandlung durch Dr. Masseldien konnte sich der Patientin mittels Kunsttherapie nähern. Sie macht Fortschritte. 17. März 1944. Okay. Wo ist einer dieser stummen Clowns? Okay, jetzt möchte ich aber mal sehen, kann ich hier hin? Oh, ein echter Blume, die riechen süß. Schublade ist leer und nur die Teddybären hier. Oh, schauen wir mal. Eine rote Puppe und eine Schlange, ein Teddy und viele andere Sachen. Ja, passt schon. Lass mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt die Pillen nehme. Oha. Ich will nicht, dass das anfassen. Dieser Clown ist vom Bild. Wow. Du solltest dir die Schuld nicht geben. Sei still. Er nimmt das unschuldige Kind in dir und verzerrt es. Naja, das sieht eher nach was anderem aus, aber will ich jetzt nicht sagen, Freunde. Du kannst sehen. Glitzer kleine Hände überall, die deine Seele essen. Okay. Krass. Okay. Kann ich hier rausgucken? Das ist ein Labyrinth, da dürfen wir nie spielen. Wow, der Nebel ist echt dicht heute Nacht. Ich wünschte, ich könnte mich darin verlaufen. Okay. Ja, ja, wir wissen Bescheid. Ich will wissen, was hier im Raum passiert, wenn ich da die Pille nehme. Was war das? Papa war nicht da, Mama war es egal. Oha. Okay, gut zu wissen. Der Thron ist leer. Man konnte nicht beim großen Geschäft sehen. Ekelig. Ich werde es einhalten. Okay, und was ist, wenn ich die Pille nehme? Der König mag Zeichnungen. Mir gefällt das nicht. Und da ist gerade jemand vorbeigehuscht. Okay. Anscheinend ist das eine Endlos-Pille. Pillendose. Hoch, da bist du. Du solltest in deinem Zimmer sein. Die Tür war zu. Sie haben sie offen gelassen. Aber sie haben sie offen gelassen. Ich bin mir sicher, sie waren nicht offen. Ich weiß es, weil ich sie abgeschlossen habe. Wie sonst? Wie bin ich denn sonst rausgekommen? Sie war offen. Versuch mich nicht so reinzulegen. Geh in dein Zimmer und warte auf den Doktor. Puh. Arg dafür habe ich keine Zeit. Ich muss einen Ausweg finden. Ich will nicht. Ich bin gerade erst aufgewacht. Ja, wahrscheinlich sitzt wieder zu, oder? Da ist der Doktor. Bist du aus deinem Zimmer ausgebrochen? Das ist nicht nett, Fran. Seit Tagen nichts gegessen. Aber ich habe Hunger. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich will keine Entschuldigung hören, junge Dame. Etwas essen gehen. Herr Doktor, bitte lassen Sie mich raus und etwas essen. Du musst lernen, auf deine das Sagen haben zu hören. Lektion gelernt. Natürlich, Lektion gelernt. Mach es einfach nicht nochmal, Friend. Geh und iss jetzt. Dann zurück ins Bett. Okay, dann gehen wir mal runter. Dieser Zaun ist sehr, sehr abgeschlossen. Okay. Passiert das, wenn ich so mache? Wow. Oh, die Uhr klingt komisch. Hallo da oben. Ihr Kleid ist sehr hübsch. Eine blutende Uhr.
What the fucking hell. Huh. Also das Spiel hat das jetzt auf jeden Fall in sich. Sprechen wir mal mit dem Wachmann. Entschuldigung, der Schlüssel da oben. Kann ich ihn haben? Klar, ich könnte dir den Schlüssel geben, wenn du mir einen Kuss gibst. Ihren Hintern küssen? Was für ein Mist, sie könnten ihr Hintern küssen? Okay, das ist so ein kleiner Pädophiler, ha? Oswald Asylum, Chef der Kinderpsychiatrie, Dr. Marcel Dieren. Patienten heutzutage besuche Annie Schulz nicht, den Nikolaus Null, Fillmore Preston, ja. Charles Hick, no. Franbo, hä? Wir waren doch heute da. Jason Cove, ja. Litzman, okay. Hey, Hände weg von der Bürotür. Ja, okay, okay. Oh, hallo auch. Hallo, geht's dir gut? Was soll das denn heißen? Ich wollte wissen, ob du okay bist. Ich will nichts sagen, der Doktor schneidet mir den Kopf auf, wenn du nicht gehst. Er isst ihren Gehirn, meins hat er schon. Er hat all meine Gedanken gegessen. Okay. Dein Gehirn gegessen. Deins ist er auch. Ich habe dich im Büro gesehen. Du warst tot. Oh nein, dann muss ich los. Ich hoffe, du findest neue Gedanken. Okay, was sagt die Pille? Wow. Teddy, was machst du hier? Ich werde dich auslachen. Ich werde dich anlügen. Oh, wow. Okay. Ew. Okay, normal. Isabel. Sie wacht nicht auf. Isabel. Hallo, was machst du da? Es klappt nicht. Das Papier funktioniert nicht. Was meinst du? Das Papier sollte so funktionieren, wie sie gesagt haben. Wer hat dir was erzählt? Sie haben gesagt, ich soll mir das selbst sagen. Papa, Papierblick. Papierblick, kann ich helfen? Die Wellen müssen stark sein. Wechsel bitte den Kanal. Okay. Klappt immer noch nicht. Papierblick inaktiv. Wechsel nochmal. Okay. Ich sage dann, wechsel bitte den Kanal. Okay. Wir führen die Event. Kanal wechseln. Wechsel bitte den Kanal, okay. Okay. Ich sag's dann, ja, viele Kanäle haben wir nicht mehr. Es klappt ein Wunder. Danke, Papier, positiv. Super, kann ich sehen? Nein, das gehört mir. Wenn du willst, kannst du das Papier haben, das nicht funktioniert. Das kann ich gebrauchen. Okay, ich kann das Papier mitnehmen. Ja, genau. So, was haben wir denn hier? Spielzeug. Oh, Action, könnte jemand damit ein Kätzchen zu finden? Kleines Papierstichchen, nimm mich mit aufs Meer. Okay, jetzt haben wir die Schnur da mitgenommen. Okay. Und schon wieder Clowns. Guten Tag, liebes Spielzeug. Ja. Okay.
Der Typ hat auf jeden Fall eine Gehirnoperation hinter sich. Okay. Was haben wir denn hier? Schokolade. Lecker. Ich mag keinen bitteren Kaffee. Ja, wer mag schon bitteren Kaffee? Ich frage mich, ob die Nudeln frisch sind. Sie sehen nicht so aus. Das Rad sieht ausnahmsweise frisch aus. Milch, milchige Milch. Ich denke, die Packung ist sauer, wie immer. Okay, da haben wir einen leckeren Biskuit. Zimtschnecke. Kann ich auch was mit der Limo haben? Eine kleine Limonade. So durstig bin ich nicht. Okay. Ich vermisse ein bisschen nicht, weil das ist alles, was ich weiß. Oh. Hallo. Oh, hallo Freund, wie geht es dir heute? Ich sehe tote Tiere. Gut. Mir geht's gut. Schön, dass es dir gut. Mach jetzt weiter. Okay. Die gelbe Tür öffnen. Schwester, können Sie die gelbe Tür öffnen? Das ist eine sehr abgebrachte Frage. Ich denke, du solltest auf dein Zimmer gehen. Tut mir leid, Miss. Wow, jetzt schon mal. Erstmal springen wir mit Ihnen so normal. Hallo, bist du neu hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Nein. Bist du von unten? Sie glauben, mir geht es jetzt besser. Wie heißt du? Könntest du mich bitte töten, bitte? Klar, Bang, du bist tot. Danke, ich kann mich jetzt nicht reden, bin tot. Okay. Ich mag das Bild nicht. Mr. Oswald starrt mich irgendwie an. Mr. Ned, bist du da? Scheinbar nicht. Das Sofa ist zum Sitzen da. Okay. Nehmen wir mal die Pille. Oh, wow. Oh nein, Schwester, sie ist gestorben. Ich frage mich, wer das getan hat. Ich weiß nicht. Wow. Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Mami liebt es, Rosen zu zeichnen. Okay. Krass. Okay, ich gehe mal dem Mädchen einfach mal hinterher. Hey Annie, wie geht es dir? Hast du keine Angst vor mir? Nein, warum sollte ich das haben? Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Wusste ich nicht. Zaubertricks, ich wusste nicht, dass du das kannst. Zeig mal. Dir zeigen, aber es ist sehr gruselig. Besser, du machst es. Ich bin kein Zauberer. Das kann ich nicht. Ich bin kein Zauberer. Ich kann dir magisches Zeug geben. Wirklich? Wow. Ja, das magische Zeug, das alles einschlafen lässt. Das ist toll. Leute, schlag uns super. Hier ein Geschenk. Nimm es langsam. Okay, wir haben hier von ihr eine Schlafpille bekommen. Wie funktioniert es? Ich habe keine Ahnung. Okay. Vielleicht kann ich es ja mit den Kuchen kombinieren. Ein müder Kuchen, okay. Alles klar. Ich will trotzdem mit den Jungen nochmal reden. Wie er so fleißig seine Spaghetti frisst. Annie liebt es, mich wie ein Kätzchen zu trinken. Ja, in der Tat. Stör mich nicht, geh weg, ich esse. Fass mein Schwert nicht an. Wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass es dir gehört. Du solltest dich verbeugen und deutlich sprechen. Ich bin dein König. Ich verbeuge mich vor euch. Ich, Herr,
Sehr gut, mein Kind. Was ist der Grund deines Besuches? Ich will deinen Stock. Ich möchte euer Gehstock haben. Welchen Gehstock meinst du? Mein Schwert? Ja, eure Hoheit. Euer Schwert. Was müssen wir dafür geben? Alles, was ihr braucht. Eure Hoheit. Bring mir ein Schloss und ein Pferd. Nur dann überlasse ich dir mein Schwert. Okay, kann ich vielleicht zeichnen? Kombinieren mit dem hier? Ich hab's gewusst. Benutzen. Oh, das ist wunderschön. Genau das, was ich mir erträumt habe. Du kannst mein Schwert nun haben. Es ist deins. Okay, jetzt versuche ich mal was kombinieren. Erstmal anklicken natürlich. Kombinieren mit dem. Okay, dann habe ich das schon mal. Ich glaube, das werden wir irgendwann gut gebrauchen. Vielleicht für den Schlüssel beim, sagt man da, Wächter, Polizist. Die Tür ist nachts immer abgeschlossen. Ich kann nicht raus. Okay, wie sieht's mit der Pille aus hier? Alter, er hat keine Augen mehr und er wird beobachtet. Sie sind tot. Was ist das für ein Psychospiel, ey? Dieser heilige Mann hat dich gänzlich ausgezogen. Ach, das ist bloß noch seine Haut. Es lebt. Wenn mein Kätzchen hier wäre, würde es wahrscheinlich angreifen. Vermutlich mal. Oder irgendwas haben die Monster gegen Bilder. Sind nicht so sehr Kunstliebhaber, wie es ausschaut. Okay. Na, gehen wir mal zu den Pädophilen da und geben ihnen mal einen müde Kuchen. Vielleicht, was er davon am ehesten hält. Habe diesen Kuchen für Sie. Ich will keinen Ärger, da habe ich einen Kuchen für Sie. Irgendwas von dir zu nehmen. Macht ihr Leben süßer. Okay. Also wollen Sie ihn nicht? Nein, und lass mich in Ruhe. Was wie gesagt, ein Kurs für den Schlüssel, was meinst du? Na? Was ist, wenn ich jetzt die Pille nehme? Okay, das ist ja komplett weg. Ih, ein knuspriger Schweinekopf, bereit zu wird zu werden. Hä, hier, Herr Schwein, sie ist nackt. Ich weiß nicht, welcher Teil des Körpers das ist. Hol den Schlüssel. Okay, kann ich vielleicht irgendwie... irgendwas mit dem Kaffee machen? Ich habe Marcel von der letzten Lieferung erzählt, aber er hat sie noch nicht angesehen. Naja, es wird bald tun. Ey, Gladys, tust du mir einen Gefallen? Klar, alles außer dem Wachmann den Kaffee zu bringen. Warum nicht? Ich kann es tun, weil ich nicht um die Kinder kümmern muss. Ich habe selbst etwas und tut mir leid. Okay, vielleicht können wir sie ihr ja da vorschlagen. Okay, erstmal kombinieren. Nicht ruinieren. Ja, vielleicht will er ja einen Kaffee. Schauen wir mal. Vielleicht will er ja einen Kaffee. Benutzen mit ihm. Ist ihr heißer Kaffee? Okay. Da warst du genau so verrücktes Weißen Miststück. Du hast das so absichtlich getan.
Jetzt muss ich mich umziehen. Ah, Sprint, geh nicht weg, du kleines Scheißkind. Wie sie da böse grinst. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Okay. So. Sonst, ich glaube, wir gehen mal ganz schnell wieder raus. Nicht, dass er irgendwas merkt. Sieh schon wieder. Ich gehe einfach mal jetzt zurück. Kann ich den Schlüssel damit benutzen? Untersuchen. Ersatzschlüssel. Ich habe ihn aus dem Büro. Wartet mal, da gehen wir mal ganz schnell darüber. Ich weiß, die Folge ist eigentlich jetzt schon wieder vorbei. Aber vielleicht ist es ja der Schlüssel für die Tür hier. Passt hier nicht, okay. Ach, mit Doppelklick kann ich das beschleunigen. Okay, gut. Wenn ich jetzt wieder die Pille nehme. Da kann ich nur die Frau da anquatschen wahrscheinlich. Okay, so will sie das nicht, okay. Passt hier nicht, okay. Ich glaube, hier habe ich nichts mehr zu suchen. Okay, meine Freunde, dann sage ich mal an dieser Stelle, ich gehe nochmal hier raus, stelle mich hier hin. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Frenbo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.